drauf? Oh, wir sind drauf. Jo, wir haben Jonathan, kurz zu seinem Spiel nochmal. Hey Jonathan, ich tippe mal, du warst gerade nochmal frisch, mal ein kurzes Toilette. Ja. Geht nämlich jetzt gleich los. Wie sieht's aus, wie fühlst du dich? Ziemlich gut eigentlich und es kühlt ja auch gerade ein bisschen ab. Also kommt gerade ein kalter Wind, sieht man jetzt natürlich nicht, aber ja, eigentlich fühle ich mich ziemlich gut. Best of Five wird gespielt, gegen Red, ZVZ wird es sein. Was denkst du, wie stehen deine Chancen? 50-50. Aus welchen Gründen? Ja, also ZVZ ist halt schon, finde ich, relativ bildorderabhängig. Ja, er ist, denke ich, allgemein schon ein bisschen der bisschen bessere Spieler als ich, aber er sieht ein bisschen übernächtigt aus. Und ja, ich weiß es nicht. Also ich habe noch ein paar Sachen ausprobiert mit X-Load vorhin. Und ja, ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass ich gewinnen kann, aber kann halt auch schief gehen, ne? Du hast ja in dem Spiel gegen Killer schon gesagt, dass du gegen ihn vor allen Dingen sehr riskant spielen wirst oder gespielt hast. Wie sieht's heute aus? Du sagst jetzt zwar 50-50, aber geht das eher in ein Straight-Up-Game oder geht das vielleicht doch in irgendwelche Busts oder All-Ins? Also ich denke mal, ich werde von beidem was spielen. Also ich werde auf jeden Fall, ich habe mir schon vorgenommen, nicht jetzt zu übertreiben mit All-Ins oder so. Und durchaus auch ins Late-Game zu gehen, wenn die Situation es halt erfordert. Aber ich habe auch schon so ein oder zwei frühe Siege eingeplant, beziehungsweise ich hoffe mal drauf. Mal abseits von dem Spiel selber, was hast du vorher gegessen? Hast du irgendwas Schweres im Magen liegen oder hast du gesagt, vor dem Spiel erstmal irgendwie nur ein Salat oder ein Eis oder irgendwas? Wie bereitet man sich so bei diesen Sachen vor? Also ich weiß nicht, das Essen war nicht jetzt sonderlich schwer, ich habe vorhin so gebratene Nudeln mit Fleisch und Gemüse gegessen. Aber das ist auch schon vor 3 Stunden oder so gewesen, also ich sollte verdaut haben und ja, ich esse halt nichts Schweres vorher und ja, ich habe jetzt gerade noch einen Energy Drink getrunken und ja, also. Hast du noch einen Red Bull mit dabei? Ja. Sehr gut. Ja. Darüber hinaus, wie viel trinkst du ungefähr? Das ist vielleicht auch mal interessant. Wenn man so ein Spiel hat, Best of Five, das geht 60 bis 90 Minuten durchaus. Wie viel konsumiert man da ungefähr? Weiß nicht. Einen halben bis einen Liter oder so. Ich habe bisher heute 2 Liter Wasser getrunken. Und ja, also ich meine, bei der Hitze ist auch wichtig, viel zu trinken. Ja, und deswegen fühle ich mich, glaube ich, auch ganz gut. Jonathan, wir wünschen dir viel Glück. Wir hoffen, dass du es machst. Ich meine, Miel ist ja auch schon so ein halber Deutscher mittlerweile, hat es gerade mit 3-1 ins Halbfinale gepackt gegen Fiest, womit nicht so viele gerechnet haben. Und ich habe schon gesagt, das Underdog-Final wird Real gegen Dark Force sein. Was sagst du dazu? Ja, das fände ich gut. Ja, also gegen Real wäre ich auch halbwegs zuversichtlich. Okay, Jonathan, viel Glück und hoffe auf das Beste. Okay.